Ich habe mal das Motorrad voll bepackt mit all meinen Sachen und fahre dann ein bisschen einen Testlauf in unserem Fahrtechnikgelände da im TC. Da habe ich meine Raffen drauf. Schauen wir mal, wie die so halten. Da geht es einmal ganz gut. Ich mache einfach einmal ein paar Runden. Aber ich glaube, das Setup steht jetzt einmal wirklich gewaltig. Also mir taugt das Motorradl. Und ich glaube, es funktioniert auch jetzt das mit der Kamera recht gut. Gehen wir mal da. Schauen wir mal, wie das geht. Ein bisschen steil da oben. Aber schön gemütlich müssen wir das packen. Schauen wir mal, der Reifen halbwegs Grip hat. Ja. Funktioniert soweit. Mal alles. Mal schauen, wie das Wasser so ist. Ja, geht bis zu die Schuhe, nicht allzu tief. Juhu! Da ist ein bisschen steinig, ein bisschen weich. Reifen noch gerade nur Grip. Ich habe einmal noch die Luft voll. Uiuiui! Caramba! Aber geht lässig. Gefällt mir gut. Dann machen wir da mal einen Knick noch auf. Schauen wir mal. Mit Eckchen. Wow. Jawohl. Und dann nochmal rumdrehen. Ja, nicht sehr elegant, aber könnte schlimmer sein. Wie schaut die aus da? Jawohl! I like my bike. Bisher alles lebend. Ja, ich hoffe, dass das jetzt auch mit dem Ton funktioniert da. Ja, doch schon schön. Haben wir da schon. Geilo! Ja, fast ein bisschen Hinterrad weggegangen. Seitliche Grip nicht so gut. Aber heute war es ein bisschen gatschig, ein bisschen nass. Wie gesagt, ich habe noch voll Lauf und habe noch irgendwas mit 2,5 Bar innen. Das kann man sicher noch optimieren im Zweifelsfall. Sollen wir das riskieren, das neue Motorrad da wegschmeißen? Scheiße. Jawohl! Juhu! Loving it! Ah, was für ein Trainingsgelände! Es ist einfach ein Spaß.
Das auch riskieren. Alles gut. Nehmen wir auch noch mit. Dann nehmen wir da noch Spritke mit. Oder die Rampen. Die Wippe. Sozusagen. Flussdurchfahrt, Bachdurchfahrt, Steine. Jetzt packen wir den auch noch. Wenn wir schon da sind. Motor aus. Das ist der Seitenständer von der KTM. Ich würde jetzt noch so als Schwachpunkt sehen ein bisschen. Wenn es ein bisschen grober runter geht, oder man springt oder so, dann geht der Seitenständer runter und aktiviert den Killschalter. Nehmen wir den auch noch nehmen. Ah, geh leck! Uppa! Juhu! Leck, Mensch, ist das ein geiles Bike! Ist das ein geiles Radl! Jawohl! Ja gut, ich glaube, die Testrunde hat es bestanden. Da kann man jetzt echt nichts mehr sagen. Und das war's für heute. Schauen, ob der Tontest auch noch funktioniert hat. Und ein Drohnen-Ding habe ich auch noch gemacht. Drohnentest. Und dann glaube ich, lassen wir's gut sein für heute. Danke, bis zum nächsten Mal. Au revoir.